Darüber möchte ich jetzt gerne mit meinem Kollegen Elmar Thewesen in Washington sprechen. Herr Thewesen, die letzten Tage gab es ja schon häufiger den Vorwurf, dass man nicht die ganze Wahrheit über den Gesundheitszustand des Präsidenten erfährt. Wie ist das diesmal? Ja, es gibt ja diesen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und in diesem Fall ist ein Arzt der Zuständige, Herr Conley, der im Grunde genommen in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass er eben keine Informationen oder falsche Informationen gegeben hat, zuletzt an diesem Wochenende. Es ist ein Stück weit auch bezeichnend, dass jeder der Beteiligten in dieser Pressekonferenz erst einmal betonen muss, was für eine große Ehre es doch ist, für den Präsidenten hier da zu sein. Wir haben am Wochenende mehrfach Lügen und falsche Informationen von genau diesem medizinischen Team gehört. Darunter eben das Herunterspielen der Tatsache, dass der Präsident Sauerstoff mehrfach ganz offenbar bekommen hat. Das so rechtfertigte Conley hinterher, deshalb, weil man ein bisschen die positive Stimmung reflektieren wollte vom Präsidenten und seinem medizinischen Team. Also es gibt Zweifel und insbesondere deshalb, weil er Medikamente bekommt, die man normalerweise tatsächlich nur in sehr schweren Fällen anwendet. Also entweder ist der Präsident ein schwerer Fall und es war am Wochenende kritischer, als das öffentlich bisher gesagt worden ist. Oder er bekommt diese Medikamente, so sagen jedenfalls Mediziner, und zwar unabhängige Mediziner hier in den USA, er bekommt diese Medikamente, um ihn so schnell wie möglich wieder, ich sag mal, in den Wahlkampf schicken zu können, möglicherweise auf seinen eigenen Wunsch hin. Das birgt aber ein großes Risiko, sagen eben auch diese unabhängigen Mediziner. Diese Medikamente, besonders die Steroide, dienen dazu, die Immunitätsreaktion des Körpers ein Stück weit zu unterdrücken, die normalerweise mitverantwortlich ist für eine Verschärfung der Situation in einem Corona-Fall. Und das könnte natürlich auch umgekehrt dazu führen, dass wenn diese Medikamente abgesetzt werden oder reduziert werden, dass dann Corona möglicherweise noch mal umso heftiger beim Präsident ausbrechen könnte. Ja, Stichwort Wahlkampf. Andere Ärzte und Wissenschaftler sind zum Teil entsetzt über Donald Trumps Umgang mit seiner Krankheit. Gestern die Spritztour zu seinen Fans. Jetzt erklärt er, man müsse überhaupt keine Angst vor dem Virus haben. Wie kommt das denn bei der amerikanischen Bevölkerung an? Ich sehe die Menschen hinter Ihnen, die haben offenbar damit kein Problem. Ja, die haben überhaupt kein Problem damit. Wir sehen hier die Demonstranten oder die Anhänger von Donald Trump hinter uns. Wir sind vorhin auf diese Seite hier rübergeschoben worden von der Polizei, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit der Präsident mit seiner Kolonne hier das Krankenhaus verlassen wird, also wahrscheinlich nicht den Hubschrauber benutzt. Wir hören hier ein Narrativ, das ganz offenbar das Narrativ ist, das auch das Weiße Haus verbreiten will, nämlich, dass der Präsident dieses Jahr relativ problemlos jetzt überstanden hat, dass Corona doch nicht so schlimm ist, dass er mit viel mehr Autorität über Corona reden kann als Joe Biden, sein Widersacher im Wahlkampf. Das hat vorhin sogar die stellvertretende Pressesprecherin im Weißen Haus suggeriert, dass der Präsident jetzt wirklich Ahnung hat. Und wenn er dann raustwittert, dass das Ganze dazu geführt hat, jetzt, dass er sich so jung fühlt wie vor 20 Jahren, also den Anschein erweckt, als wäre das alles kein Problem, dann deutet das darauf hin, dass er Wahlkampf damit machen will. Er hat diese Krankheit überlebt und es ist alles gar nicht so schlimm. Ja, aber inzwischen werden ja immer mehr Infektionen aus Trumps engstem Kreis bekannt, zuletzt auch seine Pressesprecherin. Inwieweit wird denn überhaupt noch versucht, die Infektionsketten zu verfolgen und was bedeutet das für den Wahlkampf? Ja, eigentlich hätte man in der vergangenen Woche, als die ersten Positivfälle bekannt geworden sind, Hope Hicks, die Beraterin des Präsidenten beispielsweise, hätte man unmittelbar danach die Ansteckungsketten nachverfolgen müssen. Das ist offenbar nur ganz rudimentär passiert, wie wir jetzt aus dem Weißen Haus hören. Das heißt, es sind möglicherweise immer noch nicht alle Menschen, die in Kontakt gekommen sind mit positiv Getesteten, unter anderem auch dem Präsidenten, informiert worden, aufgefordert worden, selber einen Test zu machen. Das zeigt, dass wir hier so eine Art Cluster im Weißen Haus haben. Vor dem Hintergrund ist auch ein bisschen seltsam, dass ein eigentlich immer noch Corona-kranker Präsident in genau diese Umgebung jetzt heute zurückkehren soll. Für den Wahlkampf bedeutet das, dass der Präsident versucht, das Thema Corona beiseite zu schieben, sich wieder sehr zu konzentrieren auf das Thema Wirtschaft. Aber ein Großteil der Amerikaner, 63% nach einer Umfrage von CNN, sagt klar, dass er diesen Vorfall, diese Erkrankung
ganz unverantwortlich jetzt in den letzten Tagen gehandelt habe. 68% der Amerikaner sagen, insgesamt die Corona-Krise hat er schlecht gehandelt. Und das schlägt sich auch in den Gesamtumfragen nieder. Momentan hat der Herausforderer Joe Biden seinen Vorsprung sogar noch vergrößert. Auch in den entscheidenden Bundesstaaten liegt er deutlich, in einigen sogar zweistellig vorne. Sie haben Joe Biden eben angesprochen. Wie verhalten sich denn die Demokraten aktuell im Wahlkampf? Bitte um eine kurze Antwort. Ja, Joe Biden hat in den letzten Tagen ja ein Stück weit Zurückhaltung sich auferlegt, hat dem Präsidenten gute Besserung gewünscht und man hat die negativen Wahlwerbespots zunächst mal nicht mehr weiter verbreitet. Ich glaube, das ändert sich wieder. Der Präsident ist voll im Wahlkampfmodus. Dem dient ja offenbar auch gleich seine Tour zurück im Weißen Haus. Und deshalb werden die Demokraten auch weiter Wahlkampf machen und klar sagen, erst muss das Virus besiegt werden, dann kann man auch wirklich die Wirtschaftskrise in den Griff bekommen. Vielen Dank, Elmar Thewissen, für diese Einschätzung.